Pflanzen leben autotroph, das heißt, sie haben die Fähigkeit, aus den einfachen anorganischen Verbindungen Kohlenstoffdioxid und Wasser Zucker herzustellen. Mit Hilfe des Chlorophylls können die Pflanzen in der Photosynthesereaktion die Sonnenenergie nutzen. Den Zucker wandeln die Pflanzen dann in verschiedenen Reaktionen in zahlreiche andere Moleküle um und schaffen es so, Blätter, Zweige, Blüten und Wurzeln zu erzeugen. Man teilt die Pflanzen in vier große Gruppen ein. In die Gruppe der Algen, der Moose, der Farne und der Samenpflanzen. Algen findet man in fast allen Biotopen. Die meisten Arten sind jedoch an das Leben im Wasser angepasst. Algen zeigen einen wenig differenzierten Körperbau. Sie produzieren große Mengen an Biomasse und spielen deshalb eine wichtige Rolle im Ökosystem Meer. Der Sauerstoff, den sie abgeben, wird auch von sauerstoffatmenden Landlebewesen genutzt. Moose gehören zu den ältesten Landpflanzen. Sie besitzen kleine Zweige und Blätter, aber keine echten Wurzeln. Sie verankern sich mit Zellfäden auf ihrem Untergrund und nehmen Wasser und Nährstoffe über Regen und Tau auf. Farne besitzen charakteristische Blätter, sogenannte Farnwedel, die unterirdisch an einer verdickten Sprossachse enden. Zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr befinden sich auf der Unterseite der Farnwedel zahlreiche Sporenbehälter. Die Sporen dienen der Vermehrung und der Verbreitung der Farne. Die höchst entwickelten Pflanzen auf unserer Erde befinden sich in der großen Gruppe der Samenpflanzen. Sie sind in Sprossachse, Blätter und Wurzel gegliedert und besitzen spezialisierte Zellen, Gewebe und Organe. Aus der Blüte, dem Fortpflanzungsorgan, entsteht nach der Befruchtung der Eizelle ein Same, der sich später in der richtigen Umgebung zu einer neuen Pflanze entwickeln kann. Liegen die Samen frei auf den Fruchtblättern, so spricht man von Nacktsamern oder Gymnospermen. Sind die Samen zunächst von Fruchtblättern und später von einer Frucht bedeckt, so spricht man von Bedecktsamern oder Angiospermen.